Hey, na, was geht, Mann? Heute wieder eine neue Eventwoche in GTA Online. Mal sehen, was Rockstar so diese Woche zu bieten hat. Aber davor ganz klassisch, Grüße gehen raus und wir beginnen mit der Rede und seinem Kommentar. Erst liken, dann schauen. Und kannst du mich bitte nächste Woche grüßen? Der Rede, natürlich. Grüße gehen raus an der Stelle. Einfach ein super Vorbild, der Mann. Macht's am besten genauso wie er und lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Ich habe gehört, das soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man bei El Rubio einen Pink Diamond bekommt. Wer weiß, probiert's einfach aus, Freunde. Dann bittet Marvin, ob ich seinen coolen Kommentar grüßen kann. Nö. Und von Marc zu guter Letzt noch ein Gruß an English Dave, da wichtig, immer die Ruhe bewahren. Marc, da hast du komplett recht. Gruß an der Stelle an Dave. Perfekt, Freunde. Wir kommen jetzt zur eigentlichen Thematik und zwar zur Eventwoche. Danke euch für die ganzen Kommentare unterm letzten Eventwochenvideo. Kuss geht raus und let's go. Wir beginnen natürlich wie immer dort, wo man die meisten Cash-Boni bekommt. Und zwar gibt es diese Woche dreifach GTA-Dollar und RP auf Luftrennen und auf das Hangar-Business. Warte mal, ich krieg dann ziemlich einen Flashback zu von vor 2 Wochen. Einfach genau das gleiche wie vorletzte Woche. Rockstar, was soll ich da noch sagen? Doppelt GTA-Loader. Dicker, kann der Typ nicht reden? Doppelt GTA-Loader. GTA-Loader, scheiß drauf, Digga. Gibt es diese Woche auf den Hunting Back Remix Gegnermodus, auf die Short Trips mit Franklin und Lamar und auf die Flugschule, Freunde. Ja, das zu den Geldboni. Kommen wir jetzt schnell zum dieswöchigen Zeitrennen und zwar zunächst zum normalen Zeitrennen. Das ist diese Woche das Chilliard Bergauf Zeitrennen. Auf jeden Fall versucht die 100.000 mitzunehmen, Freunde. Und dann noch das RC Bandido Rennen. Das RC Bandido Zeitrennen ist diese Woche das Davis Quartz Zeitrennen. Wir haben tatsächlich diese Woche mal Immobilienrabatte. Das ist wenigstens mal ein Anfang im Vergleich zu letzter Woche. Passend zum Geldboni gibt es diese Woche 40% auf die Hangars und dann auch noch 40% dabei auf die Büroeinrichtung, den Wohnbereich und die Werkstatt. Der Rest ist irgendwie nicht reduziert. Ja, fragt nicht warum, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Wer noch keinen Hangar hat diese Woche, 40%. Das schmeckt auf jeden Fall als Rabatt. Auch wenn ich das Hangar als Business euch nicht empfehlen kann. Auf gar keinen Fall. Wen die Thematik dennoch interessiert, gerne bei meinem Hangar Money Guide vorbeischauen. Aber wie gesagt, ich habe euch gewarnt. Macht's auf jeden Fall nicht als Business. Aber dennoch ist der Hangar ja eine ganz coole Immobilie. Diese Woche haben wir Fahrzeugrabatte und zwar 40% auf die Alpha Z1, auf die Ultra Light und den Sea Sparrow. Außerdem gibt es noch 30% Rabatt auf den Cheetah Classic, auf die Seabreeze, die Tula, auf den Tulip und auf die Velum 5-Sitzer. Außerdem gibt es noch 25% Rabatt auf den Buffalo STX und noch 15% auf die Hydra. Das war's zum Thema Fahrzeugrabatte, Freunde. Es gibt noch ein paar weitere Rabatte diese Woche und zwar 30% auf einige der Klamotten vom The Contract Update. Schaut da gerne bei Interesse bei den einschlägigen Klamottenläden vorbei und lasst euch einfach überraschen, was es da Tolles gibt. Das ist nicht wirklich mein Fachgebiet. Kommen wir noch schnell zum Podiumsfahrzeug diese Woche und dort steht der Übermacht Zion Classic. Kostet normalerweise 812.000 GTA-Dollar. Ich finde ihn ein sehr schönes Auto, ist eben nicht so mega teuer, also tut jetzt auch nicht weh, sich den einfach zu kaufen, wenn man ihn nicht gewinnt. Dennoch, versucht euer Glück. Gratis ist das auf jeden Fall nice. Und zu guter Letzt geht es noch zum LS Carmi Preisfahrzeug. Dort steht diese Woche der Pfister Comet S2 Cabrio. Einer meiner Lieblingsautos in GTA Online. Zumindest optisch finde ich ihn einer der schönsten Wagen, die es gibt. Über die Fahreigenschaften lässt sich natürlich streiten. Der würde euch aber normalerweise $1.797.000 kosten. Also ganz schön teuer, das Ding. Um den zu bekommen, müsst ihr aber 5 Tage in Folge Platz 1 in einem Verfolgungsrennen werden. Und das ist schon ein bisschen too much, Mann. Also ich würde sagen, lohnt sich nicht. Macht lieber ein, zwei Mal Cayo Perico heißt und dann könnt ihr euch den auch einfach kaufen. Weil das muss nicht sein, Freunde, sage ich euch ehrlich. Aber ja, das war's dann auch schon mit der dieswöchigen Eventwoche. Ich habe das Ganze heute mal ein bisschen schneller durchgemacht, da ich etwas unter Zeitdruck stehe. Was soll ich sagen, im Vergleich zu letzter Woche ist es natürlich besser. Letzte Woche war auch die krasseste, absolute Vollkatastrophe, die ich jemals in GTA Online mitbekommen habe. Deswegen konnte es nur besser werden. Wirklich geil ist das diese Woche meiner Meinung nach dennoch nicht. Vielleicht geht die Eventwoche ja auch nur bis Dienstag, also nicht ganz 7 Tage, eben bis zum Release von GTA 5 auf PlayStation 5. Ich weiß es nicht, könnte aber sein, deswegen schauen wir einfach mal, was passiert. Ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe, was die Eventwochenboni etc. betrifft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das nicht eh schon getan habt, gleich am Anfang, wie ich euch geraten habe, zwecks Pink Diamond Wahrscheinlichkeit. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann folgt gerne rein auf Twitch, auf Instagram, kommt in die GTA Online Stretcher Crew und joint auch gerne unserem Discord und schaut auch gerne bei meinem Highlight-Kanal vorbei, Stretchbert. Ihr wisst ja, Freunde, alle wichtigen Links sind in der Videobeschreibung und können ausgecheckt werden. Kuss, Kuss, Kuss für den Support und dann wünsche ich euch diese Woche viel Spaß. Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.